Sei willkommen im Gasthaus zum Rollenden Würfel. Ein Zuhause für Fantasy-Unterhaltung in Form von Impro-Hörspielen, Podcasts und mehr. Dies ist die Geschichte um die Reliquien des Dämonenfürsten. Drei nur bedingt geeignete Helden müssen trotz ihrer eigenen Schwächen verhindern, dass mächtige Artefakte in die falschen Hände geraten. Viel Spaß mit diesem Impro-Hörspiel nach den Spielregeln von Das Schwarze Auge. Es ist soweit. Es ist wieder dieser Dienstag und das bedeutet, das Gasthaus zum Rollenden Würfel spielt wieder weiter Das Schwarze Auge. Yeah! Und bevor die Würfel fallen, noch ein kleiner Hinweis für euch. Dieses Projekt kommt zustande, weil ihr uns ordentlich unterstützt. Und zwar mit einer Spende. Ihr könnt dieses Projekt quasi finanziell weiter voranbringen, indem ihr unter anderem entweder bei SteadyHQ uns unterstützt oder ihr geht auf unsere Website und dort im Webshop könnt ihr auch uns spenden. Und mit dieser Information für euch so im Hinterkopf, ja, gebe ich ab zu unserem Großmeister, dem Nico. Danke Heiko und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Spielrunde. Hallo. Wir machen weiter an einer Stelle, bei der die Heldengruppe in eine Höhle eindringen wollte. Sie haben die Spur aufgenommen nach einem scheinbaren Gewaltverbrechen. Man weiß es nicht so genau, aber die Spuren führen zumindest auf diese Höhle. Ja, und da geht es jetzt quasi weiter genau am Eingang zur Höhle. Erschallt ein Ruf! Bleibt stehen! Wer seid ihr? Kommt nicht näher! Meine Unterarmbrust wird klar gemacht. Ich habe leider kein Leuchtmittel bei mir. Wir sind Wanderer. Auf der Suche nach wertvollen Pilzen. Wer seid ihr? Das geht euch nichts an. Verschwindet von hier. Dreht euch um und geht weg. Ich zähle bis 5. Wenn ihr bei 5 nicht weg seid, werdet ihr mit Pfeilen gespickt werden. Warum bis 5? Und ich zähle bis 3, bevor ich die Höhle stürme. 2. Nein. Ich zieh mich zurück. 3. Ich zieh mich zurück. Ich gehe auch in Deckung. 4. Ist schon gut. 5. Du bist als einziger stehen. Ja. Wir sind beide zurückgezogen. Ich habe es versucht. Er hat mich weggezogen. Ja, alles gut. Also, werter Herr Urasilas, Asyrer von Nina Panocha. Schlechter Sichtschutz, sie bewegt sich. Erstens, eigentlich bewegst du dich nicht, weil ihr standet gerade im Höhleneingang. Du bist ja nicht weggerannt. Zweitens, keine schlechte Sicht, weil du bist das Einzige, was man sieht, weil du bist der Einzige, der im Licht steht. Ausweichen 8. Erschwert um 2, weil du siehst den Pfeil nicht kommen, weil der kommt aus der Dunkelheit. Ja. Also du siehst ihn erst sehr spät. Den sieht man eh nicht kommen. Lebst du noch? Das wäre fast auf der 3 gelandet. 19. Also Urasilas, du siehst den Pfeil auf dich zukommen und du spürst quasi eher, als dass du ihn siehst, den ins linke Auge, zack, tot. Was hast du an Rüstungsschutz? 4. Dann macht er dir noch 6 Schaden, denn der Pfeil bohrt sich in deinen Oberarm. Was ist das hier? Ah! Der macht 10 Schaden? Langbogen auf kurze Entfernung. Das heißt, wir treten jetzt ein in einen Kampf. Genau. Also das war die Eröffnung der ersten Kampfrunde, weil ihr wollt ja scheinbar kämpfen. Nee. Doch. Hat keiner gesagt. Doch. Du wieder. Oh, endlich kommt es wieder. Zack. Oh, endlich kommt es wieder zum Kampf. Du bist verletzt. Was? Also, der erste Pfeil steckt ja schon in deinem Arm. Dem Pfeil hinterher kommt: Lauft lieber weg! Hier wartet nur der Tod auf euch. Ich heiße den Tod willkommen. Was? In die Höhle und greif an. Und so sei es! Du rennst ohne Licht in die Höhle. Ja. Also du rennst in die Höhle rein und... Die sehen da nur einen großen Schatten und kriegen Angst. So. Also das Ding ist jetzt halt wirklich, du musst dir vorstellen, du kommst aus dem Tageslicht und rennst in eine Höhle rein, wo kein Licht ist. Du siehst gar nichts. Einfach um mich schlagend. Es war schon recht dunkel, oder? Mm-mm. Also du rennst einfach um dich schlagend in die Höhle rein. Wenn das nicht hilft, dann renne ich wieder raus, oder nicht? Ja, du, würfel doch einfach mal eine Attacke und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht hast du ja Glück. Okay, du würfelst eine 6 und jetzt würfeln wir nochmal mit einem W6. Das ist ja wild um dich. 4.
Also du schlägst wild um dich und scheinst tatsächlich Glück gehabt zu haben und zumindest in Richtung eines Gegners zu kommen. Und dein Schwert scheint in Fleisch zu schneiden. Also, ich habe ja den Pfeil abbekommen, ne? Lysander hat versucht, mich noch wegzuziehen. Ich habe mich aber losgerissen und habe gemerkt, okay, da steckt jetzt ein Pfeil drin. Ich renne halt los und renne mit meinem Zweihänder in diese Höhle, sehe nichts, weil keine Fackel und von hellem in dunkel ist schwierig. Und schlag einfach um mich, scheine etwas zu treffen und 20 Schaden zu machen. Töte es. Ja, du weißt nicht, wie viel Schaden du genau machst, weil du schlägst ja ins Leere. Du spürst auf jeden Fall... Ich mach 20 Trefferpunkte, sagen wir es. Genau, sagen wir es so. Der Bär fällt hier um. Hauen sie kräftig zu, ja. Mhm. Ah! Horasila, ist alles in Ordnung? Der Schrei kam nicht von mir. Stimmt, die Stimme war ganz anders. Dann ist Lysander dran. Im Namen des Wolfes, hört auf mit euren Handlungen. Ich habe dieses Amulett gefunden. Das wird bestimmt nichts. Horasilas! Ich, guck mal, ob ich da was sehen kann am Eingang. Na, hast du nicht Dunkelsicht? Bist du nicht? Ja, ich habe Dunkelsicht, ja, aber von hellem Dunkel trotzdem. Ja, dann kannst du Schemen erkennen. Also du erkennst, als du in die Höhle reinblickst, erkennst du die Schemen von 4 Gestalten. Eine davon hockt am Boden. Am Boden, also ist relativ klein, vielleicht ist es auch ein Kind, weißt es nicht. Und du siehst von hinten die Gestalt von Horasilas, der wild mit seinem Riesenschwert durch die Gegend fuchtelt. Und ihm gegenüber steht halt ein Schemen und dann stehen noch 2 weitere Schemen links und rechts. Und du erkennst halt, dass die Höhle, also die geht halt, Horasilas ist vielleicht 10 Schritt in die Höhle reingerannt. Wie schnell bist du? 8, ne? Genau, jetzt halt ungefähr 8 Schritt in die Höhle reingerannt. Und du erkennst nicht viel, du siehst nicht, wie groß die Höhle ist oder wie tief sie hineingeht. Du siehst halt nur, dass sie der Eingang halt ja vielleicht 2-3 Schritt breit ist. Also da könnten 2 Männer nebeneinander stehen, aber im Eingang wirklich große Kämpfe auszufechten wäre halt schwer. Und dahinter scheint es aber breiter zu werden, sonst könntest du ja nicht so viele Schemen sehen. Also die Höhle verbreitert sich relativ schnell nach dem Eingangsbereich. Also du siehst noch einen weiteren großen Schemen, der an der Wand steht. Ich muss auf jeden Fall in Deckung bleiben. Also ich versuche mich so um die Ecke halt zu gucken, was ich da so sehe und mit meiner Unterarmbrust suche ich mir da einen, der möglichst gut sichtbar und zu treffen ist, der nicht gerade von Horasilas verdeckt wird, also weg von Horasilas, und schieß meinen Bolzen da rein. Okay, ja. Ja, sind das die Guten? Was soll ich machen? Ich musste doch irgendwie helfen. Klassischer Horasilas! Ja. Ich dachte, das wäre vorbei mit diesem Horasilas. Die haben angefangen. Also, ich habe 14 Fernkampf. Jetzt. Hier, ich hab's hier sogar. Das ist 19. Oh, eine 19 ist schon sehr schlecht. Ist aber kein Patzer. Ist schon aber sehr schlecht. Ist aber kein Patzer. Ist schon quasi. Ist aber kein Patzer. Also dein Armbrustbolzen fliegt in der Dunkelheit. Du hörst es irgendwo. Halt ab und dann in den Hintern von einem. An irgendeiner Wand abprallen. Aber die Funken machen jetzt Licht und ich sehe wieder. Ja. So, Horasilas. Ja. Hallo. Der Kämpfer versucht sich natürlich zu wehren. Kämpfen die auch im Dunkeln? Die kämpfen auch im Dunkeln. Die haben nur einen kleinen Vorteil dir gegenüber, weil das Licht halt von hinten kommt auf dich. Also die sehen vielleicht noch ein paar mehr Schemen als du, aber die können auch nicht wirklich viel sehen. Du spürst durch den Luftzug, wie eine Klinge in deine Richtung geschwungen wird von dem Gegner, der dir gegenübersteht. Und du versuchst noch, sie mit deinem großen Schwert abzuwehren, aber die Sichtverhältnisse sind einfach zu schlecht, sodass du mit deiner großen Waffe zu spät reagieren kannst und der Säbel oder was auch immer des Gegners dir in den Oberschenkel fährt. Du musst 2, weil ich eine Mittelwaffe habe, ne? Und ein Dolch ist nur kurz. Das ist kein Dolch, was ich habe. Schade. Es ist schon eine säbelähnliches Gefährt, 9 Trefferpunkte. 9. Und dir wird noch entgegengeschrien: Du Hund, wer bist du? Der ruft erstmal: Mahmud, zieh dich zurück, Mahmud! Wir machen das! Und dann hörst du und siehst jetzt halt auch Schemen in der Dunkelheit. Deine Augen gewöhnen sich langsam ein bisschen an die Dunkelheit. Aber du siehst wirklich nur ganz, ganz, also eher die Lichtreflexion auf den Waffen der Gegner von dem Licht, was in die Höhle kommt, als dass du die Gegner wirklich siehst. Einen weiteren Angriff auf dich
zufliegen, der dich haarscharf verfehlt. Und du siehst, sobald es ganz dicht an deinem Körper vorbeifliegt, siehst du auch, dass es eine große Waffe ist. Also ein riesiges, schwertähnliches Gerät. Und du hörst auch, wie es in den Boden neben dir klang und du siehst Funken sprühen, wo der Stahl den Stein schneidet. Abtul. Bei Rashtula. Was soll ich tun? Ja. Ja, wirklich. Ey. Ihr zwei, ihr rennt da so in die Dunkelheit rein, einfach so in den Tod. Er steht noch am Eingang. Stehst noch am Eingang? Großartige Krieger. Deckung und hier. Als freie Aktion stelle ich mich in den Eingang und brülle ganz laut, ihr da drin, haltet ein oder ihr werdet den Fluch der Fergina zu spüren bekommen! Und versuch sie damit einzuschüchtern. Was ist 15, 16, 14. 15, 16, da 2, 14. Ups, eine 6. Also ein 2, das heißt, da habe ich noch eine 4, das heißt Qualitätsstufe 2. Das heißt, bis zu drei Leute. Drei Leute habe ich jetzt ein bisschen eingeschüchtert, sodass ihre Attacke und Fernkampf um eins reduziert ist. Ja, und da brülle ich da so rein und hoffe natürlich, dass sie da jetzt einhalten und dann gehe ich wieder in Deckung. So, Torfan, der die letzte Runde nichts gemacht hat, nimmt das einzige Ziel unter Feuer, was er gut sehen kann. Das bist nicht du. Du spürst einen Pfeil an dir vorbeifliegen. Oh. Und ihr seht einen Pfeil aus dem Eingang. Wir wollen nicht unbedingt euch töten, also verschwindet! Das wollen wir doch mal sehen. Er ist ja jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Ja. Bin ich dran? Ja. Also du hast quasi jetzt vor dir eine Person... Wo mein Schwert drin steckt? Ja, wo eure... beide Schwerter quasi drinstecken. Seiner steckt bei dir im Oberschenkel und deiner steckt bei ihm im Dings, ne? Ja, ihr habt euch gegenseitig Schmerzen zugefügt und so halb rechts von dir ist halt eine zweite Person mit einem riesigen Schwert. In Ordnung. Aktion. Im Namen von der Gräfin Geronen von Berg! Also ich hack nicht auf den einen, den ich schon gehackt habe, sondern auf den rechts daneben. Ja, ja. 3. Pariert. Der Waffe, die er gerade auf den Boden gehauen hat. Ja, du hast deine Waffe gerade aus dem Menschen rausgezogen. Aber er hat auch nicht pariert. Nicht pariert? Nee. Dann würde ich gerne... So macht man sich Freunde. Jetzt zischt dein Gegenüber entgegen. Ihr seid also mit des Teufels im Bude. Sterben sollt ihr, ihr Hunde. Okay. Angriff. Aber immerhin sind sie nicht von unserer Auftraggeberin. Das ist ja schon mal gut. Naja, wie man es nimmt. Also sowohl der erste als auch der zweite Angriff würden dich treffen. Dann spürst du, wie zwei Klingen sich in deine Seiten bohren. Und zwar eine links, eine rechts. Das hast du nicht gesehen. Ah, das war eine 20. Warum? Jedes Mal. Also ja. Meine zweite Parade ist nicht so gut geworden. Okay, also dann kriegst du erstmal einmal 9 und einmal 10 Schaden. Der Held stolpert und stürzt, wenn seinem Spiel nicht eine um 3 erschwerte Probe auf Körperbeherrschung gelingt. 15, 15, 15. Ihr könnt euch auch ergeben jederzeit, also ne? Also man muss ja nicht bis zum Tod kämpfen. 17. Nochmal 5 weg, jetzt wird's schwierig. 8, das habe ich nie gekriegt. Also du stürzt nicht. Ich stürze nicht. Urasilas kriegt quasi einen Doppelangriff mit zwei Schwertern in die Seite. Übelste Schmerzen durchdringen seinen Körper. Und vor Schmerzen bäumt er sich auf und stolpert nach hinten, kann sich aber gerade noch im letzten Moment fangen und fällt nicht zu Boden. Also der Typ mit seiner großen, wuchtigen Waffe, der scheint so eine große, wuchtige Waffe zu haben, aber scheint ihn nicht besonders gut zu beherrschen. Er schwingt ihn im weiten Bogen und er verfehlt dich um etliche Armeslängen. Quasi enthauptet fast Lysander da hinten. Jeder, der mit der Gräfin im Bund ist, wird hier und heute sterben. Nee, diesmal mache ich was anderes. Diesmal nutze ich meine Aktion und ziehe halt aus meiner Tasche meine Lampe
Aus meiner Lampe kommt so ein Schemen raus, Gas, Wolke und bildet sich immer mehr zu einer. Du hörst von hinten links in der Höhle: Ihr werdet nicht die ersten Teufelsanbeter, die wir zu Rashtulla geschickt hätten. Und du hörst ein Wurscht. Und ein. Achso, das war schon. Ja, der muss auch erst mal seinen Ja, Boden dann bin ich raus. Uasi lasse dann raus und sagt: Sorry, falsche Höhle! Ja. Drei. Qualitätsstufe 3. Dir gelingt es, dich erfolgreich von deinen Gegnern. Nach dem Stolperer. Und ich renne raus und klemme mich so unter die Höhle. Oh, das sind doch zu viele. In so einer Höhle kämpft es sich gut, nicht? Ihr Feiglinge, kommt doch raus! Ich sehe, wie du an mir vorbeirennst. Löse mich von meinem Felsen und stolpere hinterher, so gut ich kann. Was soll man machen? Abdul, wir können gehen. Orasi, lass das wieder bei Sinn. Schnell, irgendwo hinter einen Baum oder sowas. Ja. Und dann läufst du los. Ja. Bleibst du nicht stehen. Das heißt, du bist gerade mit dem Rücken zur Höhle, ne? Na, seitlich von der Höhle. Ich stehe nicht mehr im Eingang. Ja. Du bist mit dem Rücken zur Höhle, weil du wegrennst. Und du stehst neben dem Höhleneingang und reibst an deiner Lampe. Und zieht sein Ding durch. Okay, Papa, ist zu spät. Alles gut, Papa. Okay, einer, ihr hört einen Schrei. Ja, lauft nur, ihr dreckigen Hunde! Der Rashtulla wird euch strafen! Wir werden euch aushungern! Und der zweite allerdings, der schreit nicht nur, sondern ihr hört schnelle Schritte, die zum Höhleneingang kommen. Wer guckt jetzt noch Richtung Höhleneingang? Naja, ich stehe neben dem Eingang. Ja, ich guck auch zum Höhleneingang. Ich stehe nur daneben. Ich laufe. Und hebt die Waffe. Ja, ihr seht, wie jemand zum Höhleneingang rennt. Also ihr seht es nicht, ihr hört es. Und du siehst quasi, der kommt genau bis zum Höhleneingang und guckt quasi raus, was da überhaupt Sache ist. Also der Geist hat sich mittlerweile manifestiert, direkt vor uns. Und ihr seht auch, wahrscheinlich Lysander nicht, aber Orasilas sieht, dass auf einmal neben Abdul sich ein Mann, naja, ein älterer Herr, aber auch durchaus als Ferkina, Schamane zu erkennen, da manifestiert als Schemen, als Geist sozusagen. Aber die Erscheinung an sich wirkt schon auf dich furchteinflößend gruselig. Also das ist auf jeden Fall nichts Cooles oder so, sondern das ist schon irgendwie sehr einschüchternd, was da gerade passiert. Und ich sage, Papa, du musst uns verteidigen. Und dann lasse ich dieses fallen. Eigentlich will Abdul diesen Typen, der um die Ecke kommt, packen, aber dann sieht er, dass es so ein, dass er eher nach oben gucken muss, weil er so riesig ist und dass er so ein fetten Schwert da mit sich schickt und dann ist so, Papa, du machst das! Und dann dreht Abdul sich rum und rennt weg. Rennt Lysander hinterher. Okay. Schwierige Situation. Ihr seht ja jetzt, wer guckt denn, du guckst ja noch Richtung Höhleneingang, ne? Neben dem Typen mit seinem großen Schwert erscheint jetzt noch ein etwas kleinerer, der ist so vielleicht 1,70 Meter groß ungefähr, nicht ganz so kräftig, der hat auch nur einen einfachen Kunchumer in der Hand, der erscheint jetzt auch im Eingang und guckt. Verschwindet! Nein. Wuchtschlag 3? Nein! Der guckt ja gerade so aus der Höhle, ne? Ja, er guckt nicht so aus der Höhle, dass ihn hier... Du kannst einen ganz normalen Angriff machen, klar. Dann greife ich den mit dem großen Schwert an. ist ja jetzt nicht mehr erschwert, ne? Ja, machen wir Wuchtschlag 2. Dann ist es um 4 erschwert. Und das wäre so eine gute Flucht gewesen. Was mich angeht, ist sie's. 19. Schade. Bin ich weit Schade. Von dir weg. Ja, dann beschreib doch einfach mal, was passiert ist. Ich wollte gerade ausholen, weil ich die Chance ist wunderbar, wenn der da gerade so rauskommt und brüllt und
sieht er nicht, wie ich daneben stehe und schwinge mein Schwert, aber in dem Moment manifestiert sich auch gerade Papa. Und ich erschrecke mich das auch so ein bisschen und schwinge halt einfach vorbei. Und wir gucken uns gegenseitig an und meine freie Aktion, na gut, dann laufe ich jetzt davon. Also du willst dich quasi wieder lösen und davonrennen. Weil du bist ja jetzt quasi in Nahkampfreichweite. Ja, dann löse ich mich halt nochmal und renne davon. Ist okay. Das kriege ich hin. Körperbeherrschung, ja? 14. Eventuell. 16. 2 Punkte, 3 Punkte. Ja, dann. Ich könnte mich erfolgreich lösen, meine Überraschung überwinden und. Den Schwung des Schwertes nutzen, um dich eine Pirouette zu schlagen. Ich bin ein erfahrener Kämpfer. Ja, ja, mit dem Bein hinterher, würde ich sagen. Papa regelt das. Ich bin ja zu dem nächstgelegenen Baum gerannt und würde dahinter meine Armbrust wieder laden. Was halt eine Runde dauert, weil ich jetzt schnell. Wie heißt das? Überdrehen, Armbrust überdrehen, dauert eine Runde. Der Typ mit dem großen, fetten Schwert, an dem du gerade vorbeigeschwungen hast. Ich hätte ihn lieber geköpft, aber sonst. Der spuckt dir hinterher. Guck, wir kommen zurück! Guckt Papa an und schwingt sein Schwert und schlägt voll auf Papa. Ja, keine Chance. Das Geist ist immun, ne? Gegen physischen Schaden. Ja, weiß ihr doch nicht, ihr probiert es halt erstmal. Ja. Ja, Volltreffer. Vielleicht köpft er den daneben jetzt dadurch durch den Schwung. Weißt du? Ja, hab dich getroffen. Ja, geht durch. Ja, schade. Schade. Guck da doof. Was macht er denn mit dem ungebremsten Schwung? Neben ihm steht ein kleinerer, der genauso nee, der haut halt Kopf in die Wand rein, aber. Upsi. Also während ich hier Richtung Baum renne, Lysander hinterher, fange ich an, eine Liturgie zu wirken. Oh, ich hätte einen Schicksalschip nehmen können. Also die denken wir doch nie. Ich fange an, hier Floskeln zu sprechen. Ja. Floskeln zu trommeln, um eine Liturgie zu wirken. Es geht auch im Rennen, ja, ist gut. Ja. Und Papa? Und Papa hat jetzt die zweite Runde und brüllt einen entsetzlichen, ohrenbetäubenden Schrei aus, der allen so richtig schön in den Ohren sticht. Ein Horiphobus-Zauber sozusagen. Muss das nicht erschwert eine Seelenstärke sein oder zählt meine Seelenkraft? Oh ja, Seelenkraft, aber das war schon ganz schön. Ja, das war super. Das heißt, Qualitätsstufe 2, eine Stufe Furcht. Eine Stufe Furcht ist aber noch nicht schlimm, ne? Das heißt, nur seine Aktionen sind alle erschwert. Um eins, genau. Ja. Und ein bisschen Bammel wird ihn aber. Ja klar, er hat ja auch gerade auf ihn eingedroschen und hat gemerkt, das ist scheiße. Mhm. Ja. Anis, komm rein! Das hat keinen Sinn, gegen Geister und Dämonen hier zu kämpfen. Wir ziehen uns vorerst zurück. Und, der verschwindet wieder in der Höhle. Ich wollte noch sagen, wir sind keine Teufelsanbeter, aber mit dem Geist kommt das jetzt auch nicht mehr so ganz. Also der zieht quasi den mit Anis angesprochenen zurück an der Schulter und verschwinden wieder in der Höhle. Na, ich hole auf, treffe auf Lysander. Sollen wir das rausziehen? Nee, nicht gut. Ich würde sie ausräuchern. Wie denn? Feuer machen! Wollen wir nicht mal fragen, wer sie sind und warum sie uns zu Teufelsanbeter halten? Jetzt noch? Ruh du dich doch mal kurz aus, okay? Lass uns kurz durchatmen. Also ich würde jetzt einfach mal versuchen, Kommunikation aufzunehmen. So, wir wollten nicht kämpfen, wir sind doch keine Teufelsanbeter. Auch wenn es vielleicht nicht überzeugend aussieht. Aber ihr müsst das glauben. Wir haben eine Kutsche gefunden, die überfallen wurde. Wir suchen eigentlich, Achyal. Achyal Horan. Achyal Horan suchen wir eigentlich nur. Ihr Hunde nehmt nicht seinen Namen in den Mund. Wen? Ihr dreckigen, gotteslästernden, teufelsanbeterin, weißhäutigen, kamelfickenden Dreckskerle. Also so nicht. Hat eure Mutter euch schon mal so reden hören? Du Schmutzmund. Ja, gib's ihm, Urasilas. Oh, Entschuldigung. Wir glauben euch kein Wort. Wovon? Ihr seid Mörder und bis jetzt haben wir noch keinen umgebracht. Erzählt uns doch nichts. Wir sind keine Teufelsanbeter. Meine Güte, ich bin Autor. Ich schreibe Liebesromane. Sehr erfolgreiche übrigens. Vielleicht kennt ihr sie. In letzter Zeit nicht mehr so, aber das tut ihr nichts zur Sache. Lysander von Federkiel, mein Name. Ihr müsst doch wissen, ich bin ein Feind von Dämonen und dergleichen. Ich habe einst einen vierköpfigen Zant getötet. Fünf waren's. Zants. Na gut, fünf.
Papa, kannst du kurz herkommen? Ja. Und er schwebt euch entgegen. Und ich rufe noch so, jetzt aber 5 gerade sein lassen. Ihr wart doch bestimmt bei der Karawane. Seid ihr nicht im Auftrag von der Gräfin unterwegs? Wir werden kein Wort mehr mit euch reden, solltet ihr euch nicht erst ergeben. Kommt mit erhobenen Händen und ohne Waffen hier zu uns, dann können wir vielleicht reden. Ihr habt zuerst angegriffen, damit ihr uns töten könnt, oder was? Wir verhandeln nicht mit euch. Sollen wir euch ausräuchern? Ha, versucht es. Sohn einer räudigen Hündin. Also so nicht. Es heißt doch immer, kommt mit erhobenen Händen heraus, nicht herein. Wir haben keinen Bock, zu euch rauszukommen. Warum sollten Kann wir? Ich verstehen. Wir haben auch einen Rashtula-Gläubigen bei uns. Nicht wahr, Abdul, bist du doch? Ja. Red doch mit ihnen, vielleicht habt ihr einen Draht zueinander. Ich meine, ihr Gott ist dein Gott. Jetzt. Ja, aber hast du auch den gleichen Draht zu, was hast du gesagt, Satuaria? Ach, hör mir mit der auf. Sie hat meine Muse verjagt. Rondra, hast du gesagt, ach, hört mir mit der auf. Ja, ihr seht, die Situation ist schwierig. Ja, wir haben einen Vorschlag. Wir schicken einen von uns ohne Waffen raus und ihr schickt einen von euch ohne Waffen zu uns und wir treffen uns in der Mitte. Was soll das denn jetzt bewirken? Wir reden doch schon. Aber es ist anstrengend. Wir können euch so sehr gut hören. Es verhandelt sich besser von Auge zu Auge, ihr Feigling. Ihr habt gerade gesagt, ihr verhandelt nicht mehr. Nehmt 2 Hände, da geht der Schrei. Gut, dann ist das Gespräch hiermit beendet. Und das nächste also Mal, wir wollten wir uns ja sehen, reden, aber ihr habt ja sofort angegriffen. Verschwindet. Verschwinde du. Tut er, ihr geht in die Höhle zurück. Das war sehr hilfreich, Rasilas. Wir reden nicht mehr mit euch. Papa. Wir haben eine verfahrene Situation. Das sehe ich, mein Sohn. Die haben da eine Kutsche überfallen und in der Kutsche war was Wertvolles drin, das sollen wir holen. Warum holt ihr es euch dann nicht? Na, weil das ist da drin. Und wir wollten reingehen und mit denen reden Seid und dann haben feige, sie einen Fall geschossen. Feige, sie haben den Häuser. Platzvorteil. Die haben geschossen. Den Heimvorteil haben sie. Die haben geschossen auf uns. Siehst du das? Hier. Hier. Und au. Der Ranwärter hier. Habt ihr das mit Verhandlungen versucht? Warum ist da überhaupt ein Geist? Ja, guck, schau, hier. Ich habe Angst vor Untoten, habe ich auch Angst vor Geistern. Ja, der hat da eine merkwürdige Kette an diesen, was ist das, Gräber? Ja, hier. Die haben Gräber gemacht, Papa. Die haben die Soldaten in die Erde verbuddelt und Schwerter reingesteckt und dann diese Kette hingesteckt. Ja, wir wissen ja auch nicht, ob das von denen ist, ne? Ich hatte erwähnt, ich habe das Amulett als erstes gezeigt in die Höhle, aber keiner hat reagiert. Offenbar ist es ihnen egal. Aber irgendwer muss ja die vergraben haben davon. Aber ist das nicht merkwürdig, Papa? Die haben das gemacht. Mein Sohn, ich habe so eine Kette noch nie gesehen. Habt ihr einmal die Gräber untersucht? Nein, ich fasse doch kein Grab an. Du, Papa, die machen das nicht in ihrer Welt. Bei uns ist das anders, aber du musst verstehen, wenn man mit den Talbewohnern sprechen mit dir, deren Tradition ist das, die Leute zu verbuddeln. Ich weiß, das ist merkwürdig. Ach, deswegen hast du gesagt, du willst das nicht machen. Naja, weil das ist doch eure Welt. Das war sehr nett, aber. So was macht also ihr denn verbrennen damit? Geht auch. Verbrennen? Ja, verbrennen oder den Tieren zu Fraß werfen. Hauptsache, der Körper ist weg. Ich buddel also niemanden Tiere aus. Also Zwiebel zu Phrasen muss aber nicht wozu sollen wir denn die. Wir müssen die jetzt auch nicht ausbuddeln, die da aber drin. Aber es geht doch hier um die. Das sage ich doch, will ich doch. Ja, wir müssen das. Wir, also, Papa Herr Papageist, wir sollen die ausbuddeln da hinten, oder was? Ich weiß nicht, ihr braucht irgendeine Verhandlungsgrundlage. Wisst ihr denn, wer da drin ist? Sollen wir die gleichen als Geisel nehmen, oder was? Wer ist denn überhaupt da drin? Wer sind diese Typen? Das wissen wir ja nicht. Räuber, Papa. Die haben die Kutsche überfallen. Die haben zuerst geschossen. Sie glauben an Rashtula, und das ist doch euer Glaube. Ja. Dann habt ihr doch irgendwas gemeinsam. Darauf kann man aufbauen in einer Verhandlung. So habe ich es zumindest immer beschrieben. Wisst ihr, in Emanuel, da kam einmal diese Stelle vor, wo es genau darum ging. Leute hatten den, sie waren verfeindet, aber sie hatten die gleichen Götter und so kamen sie ins Gespräch. Mhm. Weißt du noch, Band 17, ja? Ja, hab ich gelesen. Was wollten die denn überhaupt von ihnen? Dass sie rausrücken, was sie gestohlen haben. Ja. Hat überhaupt das schon mal jemand erwähnt? Nein! Hat schon mal jemand gefragt, gebt uns die Reliquie, dann lassen wir euch leben? Gebt uns die Reliquie, dann räuchern wir euch nicht aus. Alle Klugheit minus 1. So. Ah, verdammt, dann bin ich immer schlechter. Wir haben halt gekämpft, die waren gemein.
Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Sie sind da drin, ihr seid hier draußen. Entweder ihr redet oder ihr kämpft. Reden. Lassen wir uns erstmal die Gemüter ein bisschen abkühlen. Mir ist nicht ganz wohl mit dem. Mit euch. Ich. Mir mit euch auch nicht. Das ist gut. Ihr seht komisch aus. Ich stelle mich immer ein bisschen hinter. Ihr riecht komisch. Hat jemand einen Heiltrank? Was? Nein. Papa, die sind voll in Ordnung. Das sind gute Männer. Das soll nicht so kräftig. Er blutet ein wenig. Du, Rasilas, Rasilas. Mir ist auch ein bisschen schwindelig, muss ich zugeben. Es ist anstrengend, Sohn. Es ist, darf ich zurück in meine Lampe? Komm, vielen Dank, Papa. Danke, Papa. Wollte nicht mehr stören. Wann wolltest du uns erzählen, dass du deinen Vater in einer Lampe mit dir rumträgst? Ist das dein echter Vater? Ich hab doch gesagt, ich rede mit meinen Ahnen. Ja, aber doch nicht so. Hast du deinen Papa immer dabei? Nicht immer, manchmal. Wollen wir ihnen sagen, dass wir die Reliquie... Ich finde das seltsam. Ja, aber lass uns darüber später reden. Ihr sagt, ich bin seltsam? Ja. Glaubt ihr, wie ihr auf mich wirkt? Wie wirken wir da auf dich? Na, manchmal seltsam. Ach so. Komische Sachen. Aber das kriegen wir noch hin. Hey, ihr da! Wir wollen nur die Reliquie! Gebt sie uns und wir verschwinden! Ich hol's sonst meinen großen Bruder! Jetzt hör doch mal auf damit! Ich hab gar keinen großen Bruder. In diesem Augenblick, als du das rufst, stürmen drei schwer bewaffnete Novadis aus dem Höhleneingang. Einer hat einen Pfeil auf den Bogen gespannt. Ja, beim Rennen ist das schwierig. Einer hat ein riesiges Zweihandschwer. Ja, jetzt sehe ich den. Einer wissen. Trägt zwei Kunschimmer, der blutet aber ganz schön, der rennt eigentlich mehr, der humpelt mehr. Ja, das kriege ich hin. Und das Witzigste ist, aus dem Höhleneingang galoppiert ein Pferd. Was? Und auf dem Pferd sitzt, liegt fast die Baronin. Ein weiterer Novadi, der sehr schwer verwundet aussieht. Und der hat auf seinem Schoß eine große Kiste. Da ist die Reliquie, hinterher! Du willst jetzt zu Fuß ein galoppierendes Pferd verfolgen. Ich wollte schon sagen, du kommst auch nicht weit. Man sieht ja die Spuren und der ist verletzt und irgendwann muss er anhalten. Hinterher. Der hat einen Pfeil auf dem Bogen. Ich renne hinterher. Der hat einen Pfeil auf dem Bogen. Du möchtest dem Pferd hinterher. Ja. Der hat einen Pfeil auf dem Bogen. Ich renne. Also 16 Schritt. Also ich renne mit, aber zwischen den Bäumen so. Also ich bin ein schlechtes so Ziel. Ja, also dass ich gar nicht wirklich... Das kostet Zeit. Ja, aber ich bin nicht so dumm. Da sind sowieso Bäume im Weg. Ja gut, es macht auch keinen Sinn, dass ich mich jetzt alleine den gegenüber stelle. Ich erst recht nicht. Also ich habe keine andere Wahl, als dem hinterher zu rennen, auch wenn ich denke, ach, bei Rastola. Und renne dann los. Du bist eigentlich deine Ziege. Ja, scheiße. Die ist am Straßenrand. In der Panik lasse ich die Ziege da liegen. Also die nehme ich jetzt nicht mit. Okay, also ihr versucht quasi dem Pferd nicht den Weg abzuschneiden, sondern ihr versucht dem Pferd hinterher zu laufen. Na, wenn ich dem Pferd den Weg abschneiden kann, dann würde ich das tun. Ich kann nicht verantworten, dass mein Beschützer zu weit von mir entfernt ist. Also ihr, ja, es ist schwierig, dem Pferd, ihr wart ja auch sehr überrascht davon. Also ich glaube nicht, dass du ein Pferd, was aus der Höhle raus ist, ist natürlich erstmal nicht ganz so schnell, weil es galoppiert ja nicht im Vollsprint da raus, aber du hast keine Chancen, ein Pferd einzuholen. Den will ich auch gar nicht. Du kannst, also rennst du quasi zurück Richtung Straße, weil das Pferd galoppiert quasi so diagonal an euch vorbei, Richtung Süden, ja, wo es bergab geht, wo der Wald auch ein bisschen lichter wieder wird in Richtung Straße. Dann kann ich wenigstens sehen, wo das Pferd hinrennt. Ja, ich renne so, ich gucke auf den Boden und renne, dass Bäume neben mir sind, zur Seite, wo der Schütze ist und da so. Es ist ziemlich erschwert, wenn ich renne, ne? Ja, also ein Pfeil zischt an dir vorbei, vor dir in den Baum. So. Genau, aber ihr hört schnelle Schritte hinter euch. Also es scheint so zu sein, als ob die euch verfolgen würden. Ich würde noch nach hinten rufen im Rennen. Ihr müsst uns nicht verfolgen, wir sind wirklich keine Feinde, verdammt. Oh, die Wurzel. Und weiter. Okay, also ihr rennt halsbrecherischen Tempo, rennt unsere Heldengruppe durch den Waldberg ab in Richtung Straße auf der Flucht vor. Sie wissen es nicht, wem. Sie wissen auch nicht genau, wie viele es sind, wer sie sind, was sie wollen, aber sie sind auf der Flucht, verfolgen ein Pferd mit einer geheimnisvollen Kiste auf dem Schoß eines schwer verwundeten Novadis. Und wie diese Story weitergeht, weiß ich selber noch nicht so genau, aber ihr werdet es auf jeden Fall herausfinden. Nächste Woche spätestens. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Keine Ahnung mehr. Ab jetzt heißt es feuerfrei. Das sind meine Aufzeichnungen. Und wer hat's verbrochen? Ich hab gar nichts gemacht. Die haben zuerst geschossen. Lasst einen Like da. Ja, wenigstens ein Like. Wenn ihr das mögt. Wenn ihr mehr davon haben wollt.
nicht gemacht. Oh Mann, ey, das müssen wir jetzt erstmal eine Woche verdauen. Hier, ja, wir nicht. Das habe ich alles ein bisschen anders geplant. Ach. Wir kommen in der nächsten Kampfrunde. Ich muss das in jeder Kampfrunde fertig machen. Na dann. Werde ich jetzt immer rumbrüllen. Doch mal Angst. Die ganze Zeit, ja, genau. Er macht gar nichts, er steht nur am Eingang. Ich mache euch fertig. Ja, genau. Wir seid keine Gegner. Ja, du musst dir mal überlegen, die werden überfallen. Mehrere von ihnen sterben. Die verstecken sich in der Höhle. Und dann kommt irgendjemand an, die sagen, bitte geht weg. Und der stürmt einfach rein. Ich zähle bis fünf, die schießen auf mich. Dann bin ich reingestürmt. Also da muss man auch ein bisschen... Aus deren Sicht war das anders. Wir suchen Achyol Horan. Achyal Horan. Also ich möchte euch kurz die Situation versuchen zu erklären. Stellt euch vor, ihr lauft über eine Straße in Berlin. Zu dritt oder zu viert. Und da kommen drei Typen auf euch zu und der erste sticht sofort mit dem Messer auf euch ein und der die da hinten ruft, wir wollen gar nichts Böses. Kennt ihr den und den? Ignoriert den da vorne einfach, der euch abschlachtet. Wir wollen nur mit euch reden. So, gut, dann rufe ich halt. Die haben angefangen. Oh, Rasilas, komm da raus. Wir wollen nicht kämpfen. Sie haben angefangen. Schnauze. Frag sie, ob sie auch Choloran gesehen haben. Es fällt mir halt manchmal schwer. Also es tut mir leid, Oskar, aber was soll ich machen, wenn du alleine in eine Höhle stürmst? Du weißt nicht, wie viele Gegner da auf dich warten. Du siehst nichts. Die sind ja schon seit Stunden in der Höhle, haben die Augen haben sich halt ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt. Das fällt mir jetzt gerade schwer. Ja. Was willst du da machen? Dann schreist du ihnen auch noch ins Gesicht, dass du quasi von der Gräfin kommst. Ja, weiß die, ja nicht, die doch die gerade überfallen ist. Hat. Weiß ja nicht, dass die böse ist. Wer sagt denn, dass die Gräfin böse ist? Vielleicht sind die ja böse und wollen die Baronin nur nicht mögen. Scheiße. Ja, oh Mann, ey. Die hätten wir noch irgendwie bekehren können oder so. Weil nette Leute ja auch einfach drauf losschießen mit einem Pfeil. Naja, du musst dir überlegen, die hatten gerade einen Kampf gegen aus ihrer Sicht Teufelsanbeter hinter sich. Und aus dem Nichts, aus dem heiteren Himmel erscheinen auf einmal schwer bewaffnete Leute in der Höhle, in der sie sich verstecken, in der Wildnis. Ein Leute. Genau. Und dann sagen sie auch noch ganz lieb, anstatt einfach gleich ganz zu schießen, lieb. Geht bitte weg. Aber der geht nicht weg, sondern zieht auch noch sein Schwert. Ich konnte ja nicht mal was erwidern. Ich wollte was sagen. Ach so, hat er und aber der nicht. Schießt einfach. Ich habe bis fünf gezählt. Ja, du hast gesagt, ich warte bis drei und dann greife ich an. Das haben wir alle gehört. Könnte ich gesagt haben. Das Süße ist, jetzt müssen wir alle damit leben. Es sind Dinge passiert, er hat was gesagt, ich habe was gesagt. Ich habe einen Pfeil im Arm. Also, wer ist denn jetzt hier noch da? Du, ganz ehrlich, ist nicht meine Aufgabe, eine Lösung zu finden. Das ist jetzt euer Ding. Jeder, der mit der Gräfin im Bunde ist, wird hier und heute sterben. Ja, dann haben wir eh keine Chance. Ja, gut, mit der Einstellung. Bist du mit der Einstellung erklären? Ja, genau. Ja. Ey, wenn ich, du in Diablo ist es jetzt so, du bist ja Barbar, gehst in den Eingang. Ja, genau. Du willst jetzt quasi den Typen anspringen und in den Haltegriff nehmen. Also der Mann, der da in den Eingang gekommen ist, ist ungefähr 1,85 Meter groß, okay, hat richtig breite Schultern, sieht richtig kräftig aus und führt ein Schwert, was ungefähr 1,60 Meter lang ist. Also das ist fast so ein Doppelkuncho mehr, so ein riesiges zweihändiges Schwert. Was sowas gibt's. Und den springst du quasi an, ja? Dann renne ich Lysander hinterher. Okay, und lässt Papa zurück. Ja, Papa macht das schon. Wir gehen doch in den Ort. Da gab's noch so eine Sidequest, Jungs. Ja, Hauptstory ist vorbei, ne? Die ist am Straßenrand. In der Panik lasse ich die Ziege da liegen. Also, die nehme ich jetzt nicht mit. Ich meine so, alle Jack Sparrow so. Genau. Ihr macht mich echt voll. Was glaubst du denn, was wir sonst tun können? Ja.